Willkommen bei der Swiss Traders Money Show mit dem Ausblick für DAX und Indizes für den Freitag, 23.07. Den Disclaimer finden Sie unter HTTPS Daytrader Website. Traden mit CFDs oder Hebelprodukten generell ist mit Risiken verbunden. Was haben wir hier? Also da meine gestrige Prognose. Die hat ziemlich nicht gestimmt, die habe ich da noch abgeändert. Ich erwartete eigentlich zuerst einen Dip und erst dann einen Anstieg. Der Anstieg kam direkt. Und wir hatten da, insbesondere hier da, etwa 15,536. Hier hatten wir ein Support, der extrem lange gehalten hat, der dann unterschritten wurde nach sehr langer Zeit. Also hier dieses Niveau ist wichtig. Also es kann auch sein, dass das heute hält und dass es da nicht runterfällt. Schauen wir noch den DAX Kasse an, der ist bei 14, also da, der ist sogar teilweise tiefer gefallen, also beim Schluss war er da bei 14. Es kann natürlich auch heute sein, dass er zuerst, bevor er weiter steigt, nochmals dieses Gap schließt, also das wäre dann eben diese Variante, wenn ihr das hier mit einer Elliott-Welle nicht die verschieben. Irgendwie, dass es dann hier unten beginnt. Ja, irgend sowas. Andererseits glaube ich eben nicht, dass es die dürfen nicht überschneiden. Nach Elliott. Auch hier keine Überschneidungen. Ja, und das müsste natürlich heute noch der Fall sein, bis abends um 10. Und also es ist da eben ziemlich, wir haben hier, also hier über Nacht massiv gestiegen, gestern da ein ziemliches Tief gemacht. Ich war ja da gestern Short. Gestern war das der lange Support. Ich ging hier oben Short, es wollte aber dann nicht mehr runter. Dann ging es runter, kommt wieder hinauf. Und es ist die Frage, wenn es da runterkommt, ob es dann noch rauf kann. Also die 36, die werden da schon eine Rolle spielen. Und natürlich wieder der VWAP. Da der VWAP, es sieht jetzt aus als 803, als ob der Kurs über dem VWAP ist. Und schauen wir mal in der Minute. Ja, und hier sieht es aus, wie wenn er unter dem VWAP ist. Also, da sehen wir auch, dass der VWAP von TradingView nicht stimmt. Also, der VWAP sollte in allen Zeiteinheiten gleich sein. Da können Sie ja von mir auf MQL5 den Swiss VWAP simple herunterladen, der das zuverlässiger zeigt. Also da waren wir bei 14 in dieser Dohle. Es geht hinauf. Jetzt ist die Frage, kommt es wieder herunter oder nicht? Dann, Dow Jones läuft sehr stark parallel immer noch. Da auch wieder gestiegen und steigt.
und hier sehen wir eine fallende Wolf-Wave. Da 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ja, die 5 müsste eigentlich hier runtergehen. Das ist keine richtige Wolf-Wave, aber ja, ich muss da wieder in den 15-Minuten-Chart gehen. Da immer aufpassen, mehr oder weniger ein nervöses Gezitter da sind wir jetzt wieder über dem VWAP beim Dow Jones. Wir können hier eher ein symmetrisches Dreieck erkennen mit ziemlich unbekannten Ausgang. Also ein symmetrisches Dreieck kann ja immer auf alle Seiten ausschlagen sozusagen. Ich bin jetzt bereits mit ganz wenig Long gegangen. Der DAX macht ja auch genau die gleichen Bewegungen. Und ja, schauen wir weiter. Da nicht durchlaufender Dow. Dabei 34,817 und hier bei fast 89. Also wir haben hier ein Gap. Da tut sich ein Gap auf, das sich natürlich auch noch schließen könnte, vielleicht um 9 Uhr. Also aufgepasst. Wir haben auch hier ein Up-Gap in Dow Jones, gleich wie im DAX. Dann da US 500, die Indizes, die laufen alle parallel. UK 100 auch mit so einem Rally nach oben. Dann Nasdaq. Ich glaube, der ist nicht durchlaufend. Das ist immer noch der gestrige Stand. Auch erholt. Also ganz generell sieht das nach Erholung aus. Da der SMI gestern ziemlich runtergekommen, aber wieder am Ansteigen. Dann der Hang Seng. Der, ja, nicht so stark, China, ebenfalls nicht so stark. Wichtig der DXY, der Gelddruckindex. Also wenn der steigt, dann sinken die Aktien. Momentan ist er da wieder ziemlich hoch, fast auf 93, also da eigentlich wenig sozusagen Gelddruckerei. Wenn der aber fällt, und der ist da ziemlich hoch, der könnte da gut fallen, dann würden die Aktien ziemlich ansteigen. Dann, die US 10 Years. 10 Jahre Staatsanleihen steigen wieder leicht, sind aber immer noch sehr tief. Sehr tiefer Zinssatz der Staatsanleihen. Das würde heißen, eben keine Panik von Inflation etc. Dann Zykler Daimler gestern eher runtergeknebelt. Bitcoin kommt auch nach unten.
Imperium scheint auch den großen Anstieg hinter sich zu haben. Dann Gold immer noch gleich, 18,02, also keine allzu große Inflationspanik. Silber auch, also Silber sogar eher runtergeknebelt, würde heißen, Aktien steigen eher. Dann Yen über 1,10 würde heißen, Risk-on-Szenario, also die Aktien steigen. Was ich das Gefühl habe, ist wirklich auch, dass wieder um 9 Uhr die Aktien, also die Aktienindizes recht steigen werden. Was eben wichtig ist, haben wir den VWAP, long nur über dem VWAP oder long ganz nahe beim VWAP, das geht noch an einem Support. Da vielleicht über 50 darf man noch long, aber sonst kein long mehr. Und dann eher short. Also wenn wir da sehen, wir sind weit unter dem VWAP, dann gehen wir nicht long, sondern wir warten den Abprall am VWAP ab. Und hier könnten wir auch den Rebound auf dem VWAP nutzen, um long einzusteigen. Dann bin hier long eingestiegen. Nehmen wir mal den M1 hier. Ja, jetzt haben wir einen Abprall auf den VWAP. Das ist jetzt natürlich dann ein Long-Signal. Hier, das wäre also noch kein Long-Signal gewesen. Hier unten sollte man auch nicht long gehen, ist halt einfach gefährlich. Aber jetzt sind wir abgeprallt vom VWAP und jetzt können wir long gehen. Da habe ich noch einen Stopp bei AM. Was auch wichtig ist, von 8 bis 9 sollten wir nicht zu groß drin sein, weil wir sollten um 9 Uhr flat sein. Wenn man von 8 bis 9 da was schon ansammeln kann, einen kleinen Gewinn, dann ist das gut. Aber man sollte da nicht zu groß drin sein, dass man dann nicht mehr, dass man dann glattstellen muss, weil wirklich um 9 Uhr alles ziemlich unberechenbar ist. Gut, das war's bei Swiss Trader. Tschüss!